In diesem Video geht es jetzt wieder um die zentrische Streckung. Allerdings wird es hier verknüpft mit ein paar Themen, das wir schon von früher kannten, nämlich mit Geradengleichungen und mit linearen Gleichungssystemen. Das werdet ihr aber gleich sehen, wenn wir die Aufgabe genauer anschauen. Am Anfang sollte man diese Punkte einzeichnen, A, B, C, D. Es handelt sich also um ein Trapez. Erkennen wir hier schön an den parallelen Seiten. Es ist allerdings kein gleichschenkliges Trapez, sonst wären die Seiten A, B und C, D auch noch gleich lang. Nun habe ich ausnahmsweise mal kein Zentrum gegeben, sondern ich habe nur die Punkte D' und B'. Da haben wir jetzt ein kleines Problem, denn ohne Zentrum können wir jetzt eigentlich diese zentrische Streckung nicht durchführen. Da müssen wir uns eine Eigenschaft zu Hilfe nehmen, und zwar, dass alle Punkte und Bildpunkte auf einer Geraden liegen. Das hat man mal gelernt gehabt bei den Eigenschaften. Das heißt, D' und D müssen auf einer Geraden liegen und B' und B. Nun, in den Eigenschaften stand drin, dass nicht nur eben diese Punkte auf einer Geraden liegen, sondern auch das dazugehörige Zentrum. Heißt doch eigentlich, wenn ich diese beiden Geraden zeichne und verbinde, dort wo sie sich schneiden, da muss eigentlich immer mein Zentrum liegen. Wenn ihr da mal an eure Aufgaben von früher oder von der letzten, vorletzten Stunde hier anschaut, da ist es immer so, dass quasi das Zentrum der Schnittpunkt aller dieser Geraden ist. Also immer wenn ich Urpunkt und Bildpunkt miteinander verbinde und die Gerade verlängert, wird das irgendwann zu diesem Zentrum laufen. Und diese Eigenschaft kann ich mir hier zunutze machen. So, jetzt ist nur noch die Frage, wie lautet der Streckungsfaktor? Den Streckungsfaktor weiß ich ja, ist immer der Betrag von k mal zb, also die Urstrecke, und die ergibt dann die Bildstrecke. Warum ich jetzt ausgerechnet zb und nicht zd nehme, ist ziemlich einfach, denn ich muss es ja eigentlich berechnen. Und berechnen kann ich es hier nicht, da müsste ich mal mit Pythagoras nehmen oder sonst irgendwie die Punkte, die Strecke berechnen. Nein, hier kann ich es machen, weil diese Punkte B und B' parallel zur Y-Achse liegen. Das heißt, ich kann es tatsächlich von den Koordinaten ablesen. 5 minus 1 ist die Strecke ZB, also 4 cm, und 5 minus minus 1, also 6 cm, ist die Strecke ZB'. Und so kann ich das einfach einsetzen. Das heißt, bei diesen Aufgaben nehme ich immer die Strecken, die parallel zur X- oder Y-Achse liegen, weil dann kann ich es direkt von den Koordinaten ablesen. Und jetzt ist es ein leichtes. Jetzt muss ich nur noch durch 4 teilen und dann kommt 6 Viertel raus oder eben 1,5. Die Frage ist nur noch, ist es positiv oder negativ? Ja, und das sehe ich ganz einfach. Das Z liegt nicht zwischen D' und D, also ist nicht zwischen den beiden Bildpunkten, also muss es positiv sein. K gleich 1,5. Wäre jetzt zum Beispiel das Z hier genau dazwischen gelegen, müsste ich halt genau an der Stelle minus 1,5 einsetzen, denn bei der Berechnung der Strecke ist es ja völlig egal, ob der Streckungsfaktor positiv oder negativ ist, da es ja keine negativen Strecken gibt. Na gut, das war jetzt das Erste. Das heißt, ich muss es jetzt nur noch fertig zeichnen. D' und B' hatte ich schon. Jetzt folgt noch C' und A' und dann habe ich die Bildpunkte gezeichnet. Bei der Aufgabe B heißt es, ich soll die Gleichungen der Geraden BB' und DD' bestimmen. Eigentlich was Einfaches, denn das hat man schon mehrfach dieses Jahr. BB', wenn wir es versuchen über die Steigung zu berechnen, wird nicht funktionieren, weil die X-Werte 0 ergeben. Also der eine X-Wert minus den anderen X-Wert, 4 minus 4, ergibt 0. Das heißt, ich würde durch was Negatives teilen. Wir müssen uns diese Gerade anschauen. Die liegt doch hier parallel zur Y-Achse. Das heißt, mein X-Wert ist 4. Und das haben wir auch gelernt gehabt, das ist eigentlich keine Funktion, sondern nur eine Relation. Die Geradengleichung heißt dann X gleich 4. Das ist eine dieser Ausnahmen, dass wir kein Y in unserer Geradengleichung drin haben. Aber das muss man eigentlich erkennen können, da es eben immer durch den Punkt 4 geht und parallel ist. Nochmal zur Wiederholung, würde es durch Y gleich 4 gehen, dann würde es natürlich heißen Y gleich 4. Bisschen schwieriger wird die Geradengleichung von DD', denn die liegt ja nicht parallel oder sonst irgendwas. Hier muss ich ganz normal meine Steigung berechnen, also M ist gleich und so weiter. Ich habe die beiden Punkte hier nochmal angezeichnet, das heißt, um DD' die Steigung zu berechnen, muss ich YD' minus YD und XD' minus XD rechnen. Habe ich so zusammengefasst, das heißt, wir haben eine Steigung von 0,5. Und um jetzt den Achsenabschnitt zu berechnen, nehme ich einfach einen Punkt, die Steigung, und setze das in die Normalform ein. Also ich habe diesen Punkt D genommen, 4 ist gleich 0,5 mal den X-Wert, Steigung 0,5 hier eingesetzt, X-Wert hier eingesetzt. Dann ergibt es hier dran ein 1 und wenn ich das noch rüberbringe, steht T gleich 3 dran. Das heißt, die Geradengleichung DD' ist 0,5x plus 3. So, warum haben wir das Ganze gebraucht? Das werden wir jetzt in der Aufgabe 3c sehen, denn wir sollen zeigen, dass
durch Rechnung zeigen, dass gilt z ist gleich 4, 5. Ich meine, zeichnerisch haben wir das schon gezeigt, genau da liegt es. Aber um das rechnerisch zu zeigen, dass ein Punkt welche Koordinaten hat, muss ich immer Geraden schneiden. Und das ist es ja nichts anderes. Ich habe hier die Geradengleichung dd' und die Geradengleichung bb'. Also die da und die da. Das, oder hier haben wir sie. Das heißt, ich muss sie gleichsetzen oder einsetzen. Gleichsetzen geht hier nicht, weil ich hier nur ein x habe und hier ein y. Aber ich kann auch dieses x gleich 4 da unten einsetzen für x gleich 4. Mache ich. Also erhalte ich y gleich 5. Den x-Wert 4 kann ich direkt aus der Geradengleichung bb' ablesen. Und schon bin ich fertig. Das ist mein rechnerisches Zeigen. Ich brauche aber dafür eben die beiden Geradengleichungen. Bei der Aufgabe D geht es jetzt um den Flächeninhalt von meinen Trapezen. Trapez ist ja 0,5 mal die beiden Seiten, die parallel liegen, mal die Höhe h. Ja, und das ist ja wunderbar hier gelegen, denn es ist alles parallel zur x-Achse bzw. zur y-Achse. Das heißt, meine Seite a sind 3 cm von 4 bis 1. Meine Seite C ist 1 cm von 2 bis 1 und meine Höhe ist 2 cm von 2 bis 4. Das heißt, jetzt kann ich A, C und H einfach in die Formel einsetzen und erhalte dafür 4 Quadratzentimeter. Das gleiche könnte ich jetzt natürlich auch aus der Aufgabe, bei der nächsten Aufgabe ablesen, aber dafür gibt es wieder eine Formel. Und zwar heißt die, dass unser Flächeninhalt, das Bild, der Bildfigur, dass der das Quadrat von k mal a ist. Das heißt, wenn ich jetzt also meinen Flächeninhalt, meinen ursprünglichen habe mit 4, muss ich einfach nur das k, das ich hier oben ja schon berechnet habe, ins Quadrat nehmen und ausmultiplizieren. Das heißt, 1,5 Quadrat mal 4, das ganze Quadratzentimeter, gibt 9 Quadratzentimeter. Theoretisch hätte ich das natürlich auch mit den Seiten selber berechnen können, dann wäre ich aber auf genau das gleiche Ergebnis gekommen.